Ah, Feuer. Sämtliche Angreifen füllen nur langsam. Okay, toll. Aber bei dem ist nicht so relevant. Hey, Level Up bei Cloud. Schön. War das die andere Farbbarre nicht schon Level 30? Nee, aber tiefer. Tifa ist vor Cloud gelevelt? Warum das denn? Ohne mich beschweren zu wollen. Ich finde das sogar gut, aber ich bin bloß irritiert. Ja, wohin denn du? Da lang? Boah, Hammer. Hammer dynamische Aktion hier. Bleib stehen, du Schwein! Der Akku sieht wirklich aus wie ein Schwein. Hallo, ihr kleinen XP-Spender. Feuer, 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 Feuer. Eingeschlafen. Ich glaub das ja nicht. Hört auf einzuschlafen. Was soll denn das immer? Nehm das. Nicht übertreiben. Jetzt aber, Barrett. Einmal so. Es ist, glaube ich, ganz geil, dass du habt natürlich. Mit dem mehr ATB-Boost und so. Das ist schon gut. Du bist am Zug. Da, 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 da. Mori-Medaille bekommen, okay. Einfach durch die Besiegen des Gegners, okay? Das ist auch was Neues. Hat er gerade eine Tasche in der Hand? Der hat eine Tasche in der Hand, ne? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Mal eben heilen muss ich mich, aber natürlich werde ich kein Ding, das ist klar, dauert ein bisschen zum Aufladen. Aber reicht ja hierfür. Weil Tifa kann ja auch eigentlich Chakra machen, so ist nicht. Oh, und wieder. Während des Heilens, ne? Das ist super toll, sowas, ehrlich. Bam. Hast du jetzt davon? Fiesling, ey. Ja, Toxin, toll. Aber ich glaube, ich habe alle relevanten Materias, zumindest in Grün, gefunden, die es in dem Spiel gibt. Also erhoffe ich mir jetzt nichts Tolles mehr. Materias? Materiasen? Ich bin, ja, Materias, ne? Das dürfte mit der Plural sein. Aber da glaube ich nicht, dass da was Cooles kommt. Meine ich. Ja, echt jetzt? Na, warte. Stehen geblieben! Mistvieh! Da geht noch was! Heia! Oh nein! So einer wieder. Lass doch nicht treffen, der will so zu der Flasche verwandeln. Der ist so dreist, der macht das. Glaub mal. Aua! Aua! Oh Mann, hör auf jetzt! Weil ich komme nicht zum. Alter! Ich komme nicht jetzt sowas zu tun! Heilung bitte! Schnell! Oh Mann, ey, es ist so nervig! Edge! Au! Edge zurück, wa? Ja, verstehe ich. Du da, stirb! Oh, super! Sprengfaust daneben, weil er ausgewichen ist! Ich kann das nicht leiden! Ist doch nicht in Ordnung, sowas, ganz ehrlich. Schon wieder Chakra gemacht und aufgehalten. Das haut aber nicht hin, das System. Ehrlich, das ist Mist. Das ist doch so ziemlich mistig. Ach, oh, ich bin vorher schon gar nicht gemerkt. Oh Mann! Dreh ruhig hier. Lass mich mal, bitte. Ich zähle auf dich. Marette, mal eben bitte. Danke. Immer schön mit Köpfen. Oh, das nervt so, ey. Diese Kämpfe, diese Viecher verwandeln, das ist echt nicht feierlich. Feuer! Achso, ist das Credo. Mist. Wer Schockschuss eigentlich machen? Na, ist egal. Feuerstoß! Das war ein gutes Training. Naja. Spaßig war es aber nicht. Ich grinde echt gerne, aber nicht unter solchen Umständen. Zum Beispiel hier gerade ein normaler Kampf, ist so kein Grind, also. Ist sowieso noch was anderes dann. Mann, Mann, Mann. Oh, du schon wieder. Bleib stehen. Der bleibt aber auch nicht stehen. Das war doch absichtlich. Glaube ich. Alles endet hier und jetzt. Genau. Ja? Du, einer hat's geendet. Aber. Die anderen haben da ja noch ein bisschen Leben, aber es ist nicht so schlimm. Gehen wir auch noch weg. Und Tyler. Echt praktisch, diese Attacke, doch. Das ist schon gut so. Passt auf vor dem Gift. Das vergiftet einen nämlich. No shit, Sherlock. Oh, Feuer. Heilung nochmal bitte, wenn du mal dabei bist. Und auf Hochtouren hier. Ja.
Schmetterer! So. Meine Dusche wäre jetzt nett. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Du da! In die Enge getreten. Der könnte aber da runterspringen, wenn er wollte. Onkel Baron tut dir nichts. Komm her. Und er ist weggesprungen. Überraschung. Überraschung. Oh, Gegner. Hallo? Volle Konzentration. Und Feuer frei. Zack. Dann übernimmt. Macht bei den falschen Leuten nicht genug Schaden. Oh, nö. Jetzt schläft er schon wieder. Oh, Mist. Was war das denn, ey? Voll beim Stück beim Schnarchen. Das ist aber nicht so günstig. Oh. Ich sollte das nicht so oft machen. Auto, hallo? Was machst du hier nicht? Was war das gerade schon wieder? Und wieder Frosch. Na toll. Das nervt. Jetzt erst recht. Nicht froschen, bitte. Danke. Ist der tot hinten? Ja. Und zack, zack. Ein Schlag verfehlt. Wahrscheinlich war es der eine, der gebaut hat, den mir zu töten. Aber so ist. Also manchmal regt mich dieses Kampfsystem wirklich auf. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber manchmal doch hat man so ein bisschen das Gefühl, man müsste das irgendwie mit einem Controller in die Wandwurf quittieren. So. Halt jetzt. Der haut auch immer weiter ab. Mann, ey. Lasst es nicht entwischen. Ach, woher denn? Ich will da lang eigentlich gehen, das sage ich bestimmt nicht, ne? Ich glaube, ich habe was zum Einsammeln gesehen. Pass auf, gleich über seinen Papa, denn die haben ja bloß damals vertrieben, nicht getötet. Wobei der Platz hier nicht dafür gegeben ist. Für den Bosskampf gegen den Oberarko. Aber wer weiß, eines Tages kommt er vielleicht noch wieder. Und. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Ey Leute, ehrlich, wir waren schon zu dritt, zu viert eigentlich mit dem Typen da. Und ihr geht da drüben, statt euch hier hinzustellen. Das gibt's doch nicht. Oh. Barret kann doch recht hoch hüpfen, habe ich gerade gesehen. Bin beeindruckt. Hab ich so nicht kommen sehen. Toller Mann. Echt. Ein Held. Mein persönlicher Held. Naja, vielleicht auch nicht. Hat er vier Leben, das gefällt mir schon wieder nicht. Heilung bitte. Hallo. ATB muss. Jetzt macht er ja nicht, jetzt macht er gar nichts gerade. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und muss ich eine halb voll haben, bevor er was macht. Fände ich aber nicht so geil. Und Schmetterer. Ja, macht Schaden, macht Schaden. Macht ordentlich Schaden. Guck mal, Gewichte sind hier auch voll. Da trainieren wir bis dahin die ganzen Arkos-Jungen. Da, 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 da. Auf die Fresse! Ah, auch hier ist wohl der Boss. Der hat mehr Leben. Eindeutig. Barret, Kugelhagel bitte. Bitte, bitte. Feuer. Es sind doch definitiv wesentlich mehr Schuss als vorhin. Also ja, ich wurde da definitiv unterbrochen. Ich war mir nicht ganz sicher, aber jetzt weiß ich es ganz sicher. Habe ich Schaden gemacht? Ich habe die Zahlen gesehen, aber ich habe seine Leben nicht runtergehen sehen dabei. Aua. Gefährliches Aua. Okay, hat sich erledigt. Jetzt ist recht. Kann weitermachen. Ba-b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 a. Und noch ein kleinen Heini hier. Nein, ist es auch nicht. Alles gut. Oh, schon wieder gelevelt? Okay. Auch man gibt echt sehr gute XP bei den Gegnern. Weißt du, wahrgenommen. Müssen wir doch grinden hier, wenn er jetzt schon zwei Level geschafft hat, innerhalb dieser Kandidation bloß. Ist ja nicht schlecht. Na, verzieh dich, du. Löst dich auf in Energie, Planetenergie. Gib her! Nix da. Schmuck? Gib her. Na, schicker Schlüssel. Sorry.
Na, das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie habe ich nicht. Toller Übergang gerade. Super unhakelig. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Okay. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut und verschwand aus meinem Leben. Okay. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Semi-traurig. Ich will Rache. Das kenne ich. Rache ist so ein Ding, das mache ich auch, Mama. Ich warte schon zu lange. Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn es dir hilft. Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Ja, will ich auch sagen. Ungelogen. Keine Sorge. Ich stehe zu meinem Wort. Du gefällst mir. Warum? Wieso? Kommt hier lang. Was war das jetzt? Eine Abkürzung. Ach, naja. Merkwürdige Szene. Und den Charakter hätten wir jetzt nicht näher beleuchten müssen. Der ist selbst mit der Beleuchtung für mich noch sehr uninteressant. Aber okay. Das ist ein Remake halt, ne? Hast du seine Momente, wo man sowas einfach machen muss. Offensichtlich. Na, warte, Corneo. Aber auch toll, dass ich jetzt wirklich den gleichen Weg weitergehe. Wie? Den ich sowieso gehen musste, obwohl ich jetzt eigentlich den Typen verfolgt habe, der ja von mir weggelaufen ist. Angeblich woanders hin. Das war dann auch nicht der Fall irgendwie. Was ist das Schönes? Explosion? Ah. Ich glaube, das wäre wichtig. Warum sagt mir sowas keiner? Warum muss ich das selbst ausprobieren? Was ist da los? Ah. Geht aber ein Stück weit nach oben. Tada, da bin ich. Nochmal ducken. Ist echt unpraktisch, mit so einem fetten Schwert hier überlang zu laufen. Ah. Change of music. Very suspicious. Ah. Jetzt komme ich nicht mehr oben rauf. Aber hier habe ich doch angefangen vorhin, oder? Okay, ist aber ein Shortcut zum Anfangsweg. Naja, gut. Ist auch in Ordnung. Also ganz zurück, ja? Lass dich ruhig fallen, Cloud. So wie er es gerade gemacht hat. Das haben wir auch schon mal geschafft. Genau so. Super. Ich muss dafür auf meinen Stick reindrücken. Weiter geht's. Oh, Hüsterchen noch. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich überhole dich mal einfach, ne? Ist das okay? Das ist echt der Anfang hier. Wartet hier kurz. Hä, da ist der Ausgang. Warum soll ich hier warten? Ich will nicht warten, du sperrst uns doch... Ob der Typ da drin alleine klarkommt? Hä? Gut, er ist aber nicht ausgesperrt. Das ist, Deshalb bin ich jetzt doch woanders? Nee, hier kam ich doch vorhin her. War nicht? Was hältst du gleich aus? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Die spionieren da. Oh, hi? Du kommst allein? Ja. Oh, hi? Oh, hi? Und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Belga zu schnappen. Aha. Tut mir leid. Warum gibt's ihn immer noch? Deshalb will ich mit dir reden. Ganz unauffällig. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ich glaube, ihr auch nicht. Leslie. Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ja, schön doof ranzugehen, wir hätten doch eine Frage gehabt. Der kann weglaufen, der Dicke. Von Avalanche
zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Überraschung. Sie wollten die Platte bam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 dem Erdboden gleich machen. Aber diese Belger haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Die meisten? Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Fallmarkt in der neuen Stadt werden sollen. Mhm. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Leslie. Dabei hatte ich eigentlich vor, dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. Ist klar. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch, hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Dieser Wackelbauch. Nummer 2. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Und auf die Fresse. Freu dich nicht zu früh. Wohin? Hier. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Oh ja. Ist der jetzt durchgeknallt? War ja vorher schon. Pech für euch. Das ist der Große. Hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Das ist ein Fufi. Bosskampf, The Ritual. Ich hab's ja gewusst, der kommt nochmal wieder. Ich hab sowas von gewusst. Leslie. Na dann, Marcolinchen, guten Appetit. Ade. Verdammt. Du, wir hatten dich schon besiegt, aber nicht so stark wie jetzt. Oh, okay. Verstärkung. Das wird ihm bestimmt helfen.